Hallöchen Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich bin heute mega motiviert, denn heute mache ich weiter mit der nächsten Ausmist-Kategorie der Marie Kondo bzw. KonMari-Methode, und zwar ist das die Kategorie Bücher. Und normalerweise würde man jetzt denken, ja okay, Bücher, das ist die Kategorie, vor der es eigentlich jedem Buchliebhaber graust, aber ich muss sagen, ich freue mich schon seit Anfang an eigentlich fast am meisten auf diese Kategorie, weil ja, ich einfach unzufrieden mit der Einrichtung von meinem Billigregal bin. Ich würde es gerne irgendwie ganz schön dekorieren und dann auch eigentlich gerne als so Videohintergrund nehmen. Erstmal, also ich hatte das ja eine Zeit lang. Vor allem, als ich eigentlich nur Booktube gemacht habe, war das ja auch eigentlich immer mein Hintergrund mit den Büchern. Und ich fand das auch ziemlich lange richtig cool. Aber ja, jetzt hätte ich das, glaube ich, lieber ein bisschen schlichter gehalten. Beziehungsweise viele Bücher, ich weiß, ich werde sie vielleicht nie wieder lesen. Bei manchen, also bei meinem Sub ist es so, bei den Büchern, die halt noch ungelesen sind, die ich hier habe, dass mich das einfach stresst, so viele Bücher zu haben, die ich noch lesen muss, die ich noch nicht gelesen habe. Obwohl, bei mir sind das jetzt nicht so viele, wenn man das mit anderen Buchbloggern und so vergleicht. Aber trotz, also ich habe das schon mal gesagt, dass ich das auch nicht verurteile, wenn man irgendwie 200 Bücher auf dem Sofa hat oder so, das juckt mich alles gar nicht. Das ist mir auch egal. Das soll einfach jeder so handhaben, wie er möchte und wie er sich wohlfühlt. Aber ich fühle mich einfach mega unwohl. Ich kann das nämlich nicht. Also, ja. Ich brauche das einfach, dass ich wenig hier habe, dass ich genau weiß, was ich hier habe, damit ich auch auf mein Gefühl hören kann und dann je nachdem halt zu dem nächsten Buch greife, was ich dann halt auch wirklich lesen will. Ja, und deswegen möchte ich das auf jeden Fall minimieren. Und es gibt vieles, vor allem was ich mir mal irgendwie so bei Rebuy oder Medimops bestellt habe. Und ja, ich denke mal, die aussortierten Bücher werde ich wieder bei Momox verkaufen. Außer natürlich die Rezensionsexemplare und die Kochbücher, die ich bei Lovely Books gewonnen habe. Ja, dadurch, dass ich vegan bin, kann ich mit den Kochbüchern wahrscheinlich eh nichts mehr anfangen. Und bei den Rezensionsexemplaren, da sind glaube ich auch ein paar, wo ich auf jeden Fall weiß, das hat mir vielleicht nicht so gut gefallen, das werde ich auf keinen Fall nochmal lesen, aber vielleicht gefällt es dem einen oder anderen, weil Geschmäcker sind halt verschieden. Und ja, dann habe ich mir überlegt, eigentlich so eine kleine Verlosung für euch zu machen oder die einfach an meine Zuschauer zu verschenken. Mal sehen, wie ich das handhaben werde. Und ja, jetzt legen wir los. Was muss ich als erstes machen? Wie war das nochmal? Ach ja, als erstes alles auf einen Haufen legen und danach jedes einzelne Teil in die Hand nehmen und reinfühlen. Macht mich das glücklich oder nicht? Also los geht's! Ich habe jetzt alles auf so Stapel gepackt. Ja, da sind halt auch so Uni-Bücher dazwischen. Da ist mein Kissen, auf dem ich sitze. Ja, und jetzt habe ich hier so ganz viele Stapel an Büchern. Und so leer sieht das Regal aus. Here I am, vor einem leeren Billigregal inmitten meiner Bücher. Ja. ja, jetzt alles anschauen und entscheiden, was damit passiert. Also zu meiner rechten Seite lege ich die Bücher, die ich liebe und ich behalten will. Und zu meiner linken die ich aussortieren will. Thank you.
So, ich bin fertig. Also, zu meiner Rechten, die möchte ich alle behalten und die da kommen weg. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie doch wieder alle ungelesenen Bücher behalten, weil eigentlich interessieren die mich alle noch. Ja, also dürfen sie bleiben. Aber ich habe Bücher, die ich gelesen habe und bei denen ich weiß, dass ich sie nicht nochmal lesen werde. Oder die mir einfach nicht gefallen haben, aussortiert. Ich habe zum Beispiel aber auch einige Uni-Bücher behalten, weil ich mir dachte, ja, solange ich studiere, können die auf jeden Fall noch bleiben. Auch wenn die jetzt nicht pure Freude bei mir auslösen. Und was habe ich noch behalten? Ja, zum Beispiel Silber. Die Reihe fand ich jetzt auch nicht. Also da fand ich den ersten richtig, richtig gut, aber die anderen beiden nicht so gut. Aber die sehen halt zusammen voll gut aus im Bücherregal. Deswegen darf das auch bleiben. Und ja, das war's erstmal. Jetzt wische ich mein Regal und meine Bücher. Die sind auch ein bisschen verstaubt. Und danach räume ich alles ein. Bis gleich. Da bin ich wieder. Boah, ich vergesse immer, wie anstrengend das eigentlich ist. Also, ich habe die jetzt wieder ganz normal einsortiert, keine spezielle Deko gemacht. Ich glaube, ich muss mir noch mal so Tutorials oder so angucken. Wie dekoriere ich mein Zimmer? Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung von sowas. Also, in dem Karton sind die aussortierten Bücher. Hier sind zum Beispiel die zwei der Kochbücher. Oder zwei Kochbücher, die ich verlosen möchte. Das ist mein Bücherregal. So habe ich das jetzt einfach mal ganz normal eingeordnet. Die ungelesenen und die gelesenen habe ich zusammengepackt. Ich hoffe, ich kann mich einfach, dadurch, dass ich die Buchrücken sehe und alles lesen kann. Ja, und hier 49 Wunder habe ich da. Habe ich wie so ein kleines Altar für das Buch. Ja. So in etwa sieht das jetzt aus. Ja, so ist das, ne? Und hier oben, ich habe diesen Karton da runtergeholt und den da reingepackt. Und hier ist mein Kindle, hier ist diese eine Kerze und hier sind so Tagebücher von ihm. Naja. So, das war die Kategorie Bücher. Ich bin mal wieder fix und fertig hier. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!